Ja, hallo meine Lieben, guten Morgen. Wir waren gerade zur Ausländerbehörde, da habe ich wieder meinen Stempel für 90 Tage bekommen. Alle 90 Tage muss man sich ja melden als Ausländer. Das war aber, ja, das Ding war zwar voll, aber ich war nach 30 Sekunden schon wieder raus. Zack, bumm, neues Papier ausgedruckt mit neuem Datum. In 90 Tagen muss ich wieder hin. Ja, das ging richtig flott. Jetzt sind wir hier, Moment, ich sitze im Auto auf dem Parkplatz bei dem Bauunternehmen. Gucken, muss da ein paar Sachen unterschreiben fürs Grundbuch und so weiter. Da hatte ich jetzt kein Interesse, da zu sitzen und ihm zuzugucken, wie er alle Papiere unterschreibt. Ja, der Hausbau wird so ungefähr doch 6 Monate dauern. Ich dachte, das geht schneller. Das heißt, im August werden wir dann umziehen können. Und da wollten wir eigentlich in Deutschland sein für ein paar Wochen. Das wird sich dann wohl verschieben. Naja, es geht nicht alles so, wie man es immer sich vorstellt. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Wir werden jetzt gleich noch mal lecker essen fahren und dann muss ich mal weiter planen, wie ich das mache, denn 6 Monate bei Schwiegereltern und mit Schwager und Schwägerin, das möchte ich nicht. Nee, da werden wir mal gucken, was wir da jetzt unternehmen. Ja, ich werde mich melden, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann, ciao, ciao. So, hier stehen wir auf einem riesen Gelände. Die bauen so kleine Häuser, Fertighäuser im Prinzip. Teenie House genannt bei uns, hier so ähnlich. Und wir haben uns wahrscheinlich entschieden für dieses. Das ist in 3-4 Wochen dann bei uns auf dem Grundstück. Anschlüsse haben wir. Ja, juhu. Anschlüsse haben wir schon. Sie machen es dann fertig, liefern es und dann können wir da erstmal einziehen. Dann sind wir mitten auf der Baustelle, können alles beobachten. Hier sind die Innenwände noch nicht verkleidet. Ich zeige es euch aber schon mal. Hier ist dann das Badezimmer. Das ist natürlich alles kleiner als jetzt in einem richtigen großen Haus, aber es ist ja ein Teenie-Haus. Ja, hier haben wir noch einen hinteren Ausgang. Wir haben dann im Prinzip hier ein ja, ordentliches Schlafzimmer und hier den Wohnraum. Dann draußen die Terrasse. Das wird mein Lieblingsort werden. Müssen wir noch eine Klimaanlage kaufen für Aircondition. Ja. Das ist alles in dieser Leichtbauweise gebaut, aber damit bauen sie ganze Büros in Deutschland. Da vertraue ich drauf. Und die hier sind jetzt schon länger am Markt, haben sich etabliert. Ja, wir hatten uns auch schon mal das hier gegenüber angeschaut, aber was will ich mit einer Dachterrasse? Also finde ich gar nicht so gut. Ja, und später werden wir es vermieten können. Das erstmal dazu. Toni ist auch dabei heute. Ja, er unterstützt uns. Bis später. Ja, hallo meine Lieben. Schön, dass ihr zuschaut, immer noch dabei seid. Heute Mittag war ich schon mal zur Baustelle gefahren und habe eine Ladung Getränke für die Jungs gebracht. Es war heute so unerträglich heiß. Es war sogar so heiß, dass ich nichts gefilmt habe. Ich habe nur die Getränke abgeliefert. Prost gesagt, selber was getrunken und bin wieder gefahren. Also die tun mir echt leid, dass sie bei der Hitze da arbeiten müssen. Aber okay, sie müssen ihr Brot verdienen. Wir haben uns in Deutschland auch einiges gefallen lassen müssen. Das ist jetzt rum. Ich bin in Rente und ich fahre jetzt noch mal raus. Zeige euch noch mal ein bisschen von der Mauer. Und vor allen Dingen, es kommt noch mal ein bisschen Erde, um an der Seite zum Reisfeld aufzufüllen.
Auf vielfachen Wunsch versuche ich noch mal zu filmen, während ich fahre. Ja, viel Spaß dabei. So. Erstmal hier zumachen. Ja, meine Lieben, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin noch, seit ich jetzt hier bin, bin ich erstmal Motorrad gefahren. Vorher einmal für eine Woche hatte ich eins ausgeliehen, aber ansonsten ist das Neuland für mich. Ja, ich zeige euch einfach ein bisschen. Ich halte jetzt die Klappe, weil ich mich hier konzentrieren muss. Hier der vorletzte Nachbar, der hat alles sehr, sehr schön angelegt. Der ist noch dicht am Dorf und er hat Solarleuchten, also nachts ist alles hell erleuchtet da. Ja, das hier ist die eine Stelle, die ist scheiße. Hier werden die Wasserbüffel gleich hingebracht. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr könnt auch dann noch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas mögt oder wenn ihr sowas nicht mögt. Ich mache trotzdem, was ich will. Ja, hier kommt wieder die Baumreihe. Da bin ich immer ganz froh, wenn ich mittags fahre. Da ist nämlich dann ein bisschen Schatten, wobei die Sonne jetzt noch höher steht. Also die steht fast senkrecht. Das zu dem Thema, wo einige Angst hatten, das Solarpanel hätte nicht den richtigen Winkel. Überall sind Kühe auf den Reisfeldern. Aber das ist alles sehr spärlich. Gestern Abend gab es mal 5 Tropfen. Das war dann auch wieder alles. Wir hatten uns schon gefreut. Ja, ich mache hier mal wieder Schluss und werde mal ein anderes Mal noch mal ein Stück filmen. Da hinten seht ihr übrigens unseren allerletzten Nachbarn, der wohnt da noch ein bisschen ab und danach kommt nichts mehr, bis wir kommen. Ganz einsam draußen und ich muss euch sagen, mir gefällt's. Es ist so schön, es ist so ruhig. Das dahin gefällt mir auch sehr gut, die Palmen da. Und da vorne, so 200 Meter weiter, ist schon die Hauptstraße, also nach Nangrong und Buriram. Ja, bevor die Erde kommt, zeige ich euch nochmal hier. Die haben also so Eisenwinkel mitgebracht. Da haben die drumherum gesetzt und verputzen das alles, sodass das eine Ebene dann nachher ist. Ich gehe nochmal näher ran. Wie gesagt, da ist links und rechts jetzt eine Eisenschiene angebracht worden oder Aluschiene, was es ist. Mir egal, die Hauptsache es hält. Ja, ich zeige euch gleich noch weiter. Ja, er macht hier schon die Feinarbeiten oben. Da sind auch Schienen angebracht worden. Hier kann man eine sehen. Ich halte mal dich daran. Ja, und dann gehen wir mal noch rausschauen und man beachte immer die Sicherheitsschuhe. Ja, hier oben sieht man noch mal die Schiene.
Er hatte heute ein ganzes Paket noch mitgebracht. Ja, jetzt wird so langsam Feierabend gemacht. Das junge Mädel bringt die Schubkarre. Er klettert da oben rum. Und jetzt wird wieder diese Kerbe da reingezogen. Das ist immer das Letzte, was sie abends machen. Ja. Und dann ist es fertig. Ja. Tja, diesmal machen wir es mal so. Wer die Musik bestellt, kann sie bezahlen. Ich habe nichts bestellt. Ich habe gesagt, wenn wir den Swimmingpool ausholen, haben wir Erde genug. Aber die zwei wissen immer alles besser. Meine Mama hat gesagt. Ja, okay, das ist jetzt Erde abladen. Brauche ich nicht weiter zu filmen. Habt ihr schon mal gesehen. Ja, meine Lieben, das war's mal wieder für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Uns gleich eine gute Nacht. Die Sonne geht runter, unter, wie ihr hinter mir sehen könnt. Ja, bis dann.